Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 29. August 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Voestalpine verliert ihre ATX5-Chance und Vorstände. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's Market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsebläuche im August sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3.136,91 Punkte, ein Plus von 0,3%. Bereits gestern ist der Jahresstartwert von 3.126 wieder erreicht worden. Heute um 11.20 Uhr, als ich das einspreche, sind wir 10 Punkte drüber. Auf der Gewinnerseite heute Vormittag die Lenzing mit plus 1,8%, die Meyer-Mellenhof 1,5% und die OMV mit plus 1%. Die Voestalpine mit minus 0,7% im Minus, das wird auch das Tagesthema sein, newsgetrieben. Dann die BAWAG mit minus 0,5% und die Post mit minus 0,4%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die Andritz 2,9 Millionen hat, die OMV 2,4 und die EVN 1,9, mal an der Spitze jetzt um 11.20 Uhr. Dieses Trio hatten wir auch noch nicht vorne. It's time for the main event. Ja, gleich mehrmals habe ich da heute drauf gedrückt, weil die Voestalpine, die liefert heute den Main Event. Sie ist Tagesverlierer am Vormittag. Das heißt einmal, dass die ATX5-Chance weg ist. Man hätte Andritz jetzt doch deutlich überholen müssen. Das ist nicht gelungen. Es hat besser ausgeschaut noch vor einem Monat. Voestalpine wird vielleicht größer als Andritz bleiben, aber nicht genug Vorsprung haben. Die Andritz zu verdrängen, das traue ich mich jetzt sagen, Mitte der Bewertungsphase für den ATX 5 ab Septemberverfall. Die Voestalpine und die Andritz müssten jetzt schon um 15% auseinanderdriften. Entweder die eine fällt oder die andere steigt in den Handelstagen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Damit traue ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Diese Chance ist vorbei und der ATX 5 bei Septemberverfall wird unverändert erste Group, OMV, Verbund, BAWAG und Andritz heißen. Main Event, vor allem bei der Voestalpine, ist aber drei Veränderungen gleich bei sechs Vorstandsmitgliedern. Neben dem Ausscheiden von Franz Rotter ist auch das Auslaufen der Verträge von Peter Schwab und Robert Ottl vermeldet worden. Und vor allem der Robert Ottl, der wird mir persönlich abgehen, ein ausgezeichneter Auskenner am österreichischen Aktienmarkt, hat sich auch natürlich über Aktienforum und so weiter engagiert. Keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber ein Danke an ihn für die unermüdliche Arbeit für diesen Finanzplatz, an den CFO der Voestalpine. Und ja, das wird spannend sein. Die Baader Bank hat da ganz markant getitelt eine Analyse und spricht von einem einzigartigen Ereignis in der Voestalpine-Geschichte. Weil meistens hat die Voestalpine einen Vertrag ein Jahr im Voraus verlängert, hat einen reibungslosen Übergang organisiert. Aber diesmal sagt die Baader Bank wortwörtlich, ich zitiere, wir betrachten diese Veränderungen nicht als Zeichen tieferer wirtschaftlicher Probleme in der Organisation. Möglicherweise liegt es eher an atmosphärischen und kommunikativen Unterschieden. Man geht davon aus, dass dies der Voestalpine auch Chancen bieten könne, frisches Blut für einen bevorstehenden Wandel des Geschäfts zu finden und eventuell das Profil zu schärfen, wie es heißt. Die Empfehlung der Baader Bank für die Voestalpine liegt bei bei und 40 Euro. Das ist natürlich für scheidende Vorstände jetzt kein leibendes Fazit und die Aktie verliert. Das ist wieder beruhigend, weil ich würde mich nicht freuen, wenn ich als Vorstand gehe, dass dann die Aktie steigt als Happy-Reaktion oder nicht der Redaktion, als Reaktion und so weiter und so fort. Man kennt diese Sachen, ich habe da überhaupt keinen Einblick leider, ob es da irgendwelche Brödel gegeben hat intern. Man kennt das früher von der Telekom, jetzt schon längst nicht mehr und immer wieder auch von der OMV. Voestalpine war natürlich immer wieder was im Markt drinnen, aber dass es jetzt so wäre, ist letztendlich
Für mich überraschend und 3 von 6 ist natürlich sehr wohl einzigartig. Da möchte ich der Baderbank recht geben. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja darüber sprechen, wie die SPÖ den Kapitalmarkt fördert. Aber das mache ich dann morgen, weil dieses Thema mit der Voestalpine und dem ATX5-Zwischenstand letztendlich dann doch beherrschend ist. Und die Wiener Börsebläusche, die sollen ja auch nicht zu lang werden. Und es gibt auch einige News heute, weil Bohr hat zum Beispiel im ersten Halbjahr die Umsatzerlöse gemeldet und die sind für das erste Halbjahr gemeldet 11,4% gestiegen auf 2,891 Milliarden. Das EBITDA hat sich um 8,7% auf 136,7 Millionen verbessert und das Ergebnis vor Steuern um 24,6% auf 27,5 Millionen Euro. Fürs Gesamtjahr 2023 wird eine Leistung in der Bandbreite von 6,5 bis 6,7 Milliarden Euro erwartet, sowie eine weitere Steigerung des Ergebnisses. Und der Karl-Heinz Strauß sagt, wir haben in der ersten Jahreshälfte eine Reihe großer, spannender Aufträge erhalten. Die Aktie reagiert mit 2% plus. Pira Mobility hat ebenfalls im ersten Halbjahr gute Zahlen geschafft und die wurden heute gemeldet. 20,2% Umsatzsteigerung, Rekordwert ist bei denen eh klar, 1,387 Milliarden Euro. Sowohl Motorräder als auch Fahrräder konnten Umsatzsteigerungen verzeichnen. Motorräder 19 und Fahrräder das Doppelte 37%. Gute operative Ergebnisperformance im Motorradbereich plus 16,6% gibt es im positiven Sinne, was das Ergebnis betrifft, aber eine negative Abweichung im Fahrradbereich. Da geht es um Lagerprobleme und das führte vermehrt zu Rabatten, was sich negativ auf das Konzern-EBIT auswirkte. Der Vorstand bestätigt trotz der nach wie vor spürbaren Herausforderungen, insbesondere im Fahrradmarkt, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und da will man ein Umsatzwachstum zwischen 6% und 10% bei einer EBIT-Marge von 8% bis 10% erreichen. Gut, was haben wir noch? Die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada hat die formale Prüfung des Antrags von Valneva auf Marktzulassung für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA 1553 für Personen ab 18 Jahren abgeschlossen und festgestellt, dass der Zulassungsantrag vollständig ist. Gut, man geht jetzt von einem Abschluss des Verfahrens Mitte 2024 aus. Man ist zwar kein Lebensmittelproduzent, aber es zieht sich trotzdem wie ein Strudelteig. Letzter Satz ist jetzt von mir gewesen. Wienerberger hat im Dezember 2022 eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie Creation-Geschäfte in Deutschland getroffen und mitgeteilt, dass die Bundeswettbewerbsbehörde nach vertiefter Prüfung nun grünes Licht gibt. Auch das dann Andritz, da muss ich den Jingle spielen, da darf ich den Jingle spielen. Also nicht nur, dass man im ATX 5 bleiben wird, sondern auch, dass man von der türkischen Lotus Technik Textil den Auftrag zur Installation einer Metris All-in-One Digitalisierungsplattform bekommen hat. So, was haben wir noch? Ja, Research habe ich schon genannt. Das ist vor allem die Geschichte mit der Baderbank und den einzigartigen Vorgängern. Bei der Voestalpine, damit möchte ich für heute schließen. Tschüss und morgen geht's wieder mal steuerlich weiter. Tschüss und Baba.